Ja, also Klaus, ich bin noch nicht richtig wach. Es war eine tolle Party, auch wenn ich zugeben muss, dass ich mich an das meiste nicht erinnern kann. Aber ich hoffe, wir haben das ja alles gefilmt. Und jetzt würde ich sagen, Auf in die Clubnacht! Ja, Klaus, das ist doch wirklich ein Spitzenabend, oder? Dann lass uns mal schnell hier. Du, das sag ich dir. Tanzen, tanzen, tanzen. Hat's dir gefallen? Komm, Klaus, Klaus, wir gehen schlafen. Das wird das Beste sein, ne? Gute Nacht, Duisburg. Das nennst du hart? War das zu hart, bist du zu weich. Es ist der letzte Tag. Jetzt werden wir uns mal so richtig amüsieren. Hallo, darf ich mal Ihr Bändchen sehen? Ja, Aber danke das ist nur schön. das Weiße, da kommt er nicht in den Backstage-Bereich. Deswegen müssen wir Sie dringend warnen, sich zu verteidigen im Fall, dass ein wilder Esel sich losreißt. Und was müssen wir dann tun? Das wird Tommy gleich vorführen. Stell dir vor, ein wilder Esel greift dich an. Tommy? Also meistens reicht so ein abschreckendes Knallen, ne? Also hat jetzt nicht geknallt, aber mit Klaus Gürtel knallt das, glaube ich. So, die Traumzeit ist ein internationales Musikfestival. Musiker aus aller Welt kommen in den Landschaftspark Duisburg-Nord. Und das heißt natürlich, an den Klamotten dieser Musiker sind viele Pollen. Sie haben Pflanzensamen bei sich. Deswegen hat der Landschaftspark Duisburg-Nord eine Vegetation, die Sie an keiner anderen Stelle der Welt in dieser Dichte finden werden. Klaus auf der Traumzeit-Expedition ist eingestellt worden, weil er über großes botanisches Fachwissen verfügt. Und er wird uns jetzt die Traumzeiten der vergangenen Jahre aufschlüsseln anhand der ausgesäten Wildpflanzen aus aller Welt. Klaus, du nimmst schon Lunte auf? Du, das kommt aus der Wüste von Nevada. Ich könnte darauf schwören, dass Kalexico das mit eingebracht hat. Das ist ja irre. Wie riecht das? Das riecht nach Sehnsucht. Nach Vergessen und ich höre Pedal Steel Guitar. Wir sitzen hier mit dem Headliner des heutigen Tages, mit Tim Neuhaus. Traumzeit, 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 Traumzeitfestival, Traumzeitfestival, Traumzeit, Traumzeit. Was haben wir hier? Du, ich könnte mir vorstellen, wenn ich das hier so richtig betrachte, das ist Dudelwurz. Wie bitte? Du, das ist Dudelwurz. Das kommt aus Nordengland. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass John McLaughlin das mitgebracht hat. Das ist ja allerhand. Das ist ja Dudelwurz. Letzte Stunde Rückfahrt ist das Stichwort. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ich glaube, wir haben auch den Bus genommen gestern Abend, oder? Ja, richtig. Ich kann mich so noch daran erinnern, denn es war an sich eine recht gute Stimmung dann und der Alkohol, der war sicherlich ein bisschen gut drauf dann und somit war es an sich doch eine recht lustige Heimfahrt dann. Ja, also wir wollten uns auf jeden Fall noch mal entschuldigen für das kleine Malheur auf dem Polster. Da haben Sie das Polster wieder sauber Das bekommen? haben wir wieder sauber bekommen, denn wir haben unsere Rainer-Macher-Frauen aktiviert denn und somit sind wir wieder mit einem sauberen Bus heute vorgefahren. Fantastisch. Der Bus ist wieder sauber. Sie können wieder zurückgebracht werden, einwandfrei. Vielen Dank, Herr Sander. Also, jetzt haben wir hier ein wahnsinns schlingpflanzenartiges Gewächs. Da bin ich besonders gespannt auf die Expertise. Ist ein bisschen feucht. Bisschen feucht. Südstaaten der USA. Schwitziges Seelchen, Solomon Burke. Wir haben Maddie gefragt, wie es ihr gefallen hat, und wir haben diese Antwort bekommen. Du, die Halle ist leer, die Gäste sind zu Hause.
Ja. Ne? Die Traumzeit 2011 ist zu Ende. Das Klavier wird abgestimmt. Ja. Wir haben tolle Sachen gesehen. Tolle Sachen gehört. Vor allen Dingen gehört, das muss man sagen, natürlich. Viele neue Sachen gehört. Dafür kann man eigentlich nur Danke sagen, natürlich, auch an die ganzen Leute, die das hier so hinter den Kulissen möglich gemacht haben und so. Und tolles Publikum auch, was sich auf viel eingelassen hat. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Genau. Hoffen wir. Du, die Kostüme müssen wir jetzt leider zurückgeben. Ja, die Tropenhelme müssen wir leider zurückgeben. Aber ich hoffe, die Blaumänner sind gewaschen. Allerdings. Und morgen geht's weiter. Und ich hoffe auf ein neues im nächsten Jahr. Wenn es wieder heißt Traumzeit Expeditionen mit Tommy und Klaus.